Die Dressurkarriere des Millionenpferdes Totilas ist offiziell beendet. Dies teilte die Familie Linsenhoff-Rath in Abstimmung mit Mitbesitzer Paul Schockemöhle mit. Der Rapphengst Totilas war in der vergangenen Woche bei der Dressur-EM in Aachen nach Problemen am linken Hinterlauf vorzeitig ausgeschieden. Diese erneute Verletzung führte zu der Entscheidung gegen den weiteren Turniersport. Die Besitzergemeinschaft hatte Totilas Ende 2010 für etwa 10 Millionen Euro gekauft.